Sechs geflohene Nazi-Kriegsverbrecher. Was waren ihre Verbrechen? Konnten sie nach dem Krieg unerkannt fliehen? Und wurden sie später noch für ihre Verbrechen angeklagt? Klaus Barbie. Zwischen 1942 und 1944 beging er als Abteilungschef der Gestapo in Lyon viele Gräueltaten. Deswegen wurde er auch als Schlechter von Lyon bezeichnet. Dabei richtete sich seine Gewalt vor allem gegen Résistance-Kämpfer, also den französischen Widerstand gegen die Nazis. Dabei ließ er nicht nur foltern, sondern legte dabei oft selber Hand an. Aber er schickte auch zum Beispiel 44 jüdische Waisenkinder und ihre Pflegerinnen in das KZ Auschwitz. 1944 wurde er befördert und kam zurück nach Deutschland, wo er kurz vor Kriegsende erfolgreich untertauchte. Er blieb in Deutschland und baute sich durch seine alten SS-Kontakte ein Verbindungsnetzwerk auf. So wurde er Agent für den amerikanischen Geheimdienst CIC und war so vor einer Auslieferung nach Frankreich geschützt, wo er im Laufe der Jahrzehnte gleich mehrere Male in Abwesenheit zum Tod verurteilt wurde. 1951 gelangte er über die Rattenlinie nach Bolivien und war dort auch eine kurze Zeit für den deutschen Bundesnachrichtendienst tätig, wobei der Dienst vermutlich nicht wusste, wer sich hinter dem Decknamen Klaus Altmann verbarg. Erst durch die Arbeit von Beate und Sergei Klarsfeld gelangte seine wahre Identität an die Öffentlichkeit und nach vielen gescheiterten Versuchen wurde er schließlich 1983 nach Frankreich ausgeliefert, zu lebenslanger Haft verurteilt und starb 1991 in Haft. Heinrich Müller. Er war ab 1939 Leiter der Geheimen Staatspolizei, also der Gestapo, und sorgte somit für die Unterdrückung vieler Menschen im Nationalsozialismus. Ebenfalls war er 1942 Teilnehmer bei der Wannsee-Konferenz, als die Endlösung der Judenfrage beschlossen wurde. Er befahl aber auch noch kurz vor Kriegsende die Tötung von Georg Elser, dem 1939 im Bürgerbräukeller in München das Attentat auf Hitler misslang. Lange war nur bekannt, dass sich Müller am 1. oder 2. Mai 1945 noch im Führerbunker in Berlin befunden hatte. Danach verlief sich aber seine Spur. Und trotz ausgiebiger Nachforschungen gab es nur Gerüchte, die von seinem Tod in der Schlacht von Berlin bis zu einer Agententätigkeit Müllers für die Sowjetunion reichten. Erst in den 90er Jahren wurde endgültig klar, dass Müller wohl wirklich in Berlin starb, da ein Mitglied eines Beerdigungskommandos aus der damaligen Zeit aussagte, er habe die Leiche Müllers identifiziert, begraben und dabei auch dessen Ausweis mit dem Namen Heinrich Müller gefunden. Adolf Eichmann. Eichmann leitete ein Referat im Reichssicherheitshauptamt und war dabei für die Deportation der Juden aus Deutschland und den besetzten Gebieten zuständig. Genauer gesagt, oblag ihm dabei die genaue Koordination der Züge und Fahrpläne, um für einen reibungslosen Ablauf der Deportationen und damit einer möglichst effektiven Tötungsmaschinerie zu sorgen. Ebenfalls war er Teil der Wannsee-Konferenz, als die Endlösung der Judenfrage beschlossen wurde, und er besuchte die Konzentrationslager persönlich, um sich von der Durchführung seiner Anweisungen überzeugen zu können. Somit machte sich Eichmann direkt des millionenfachen Mordes schuldig. Nach dem Krieg kam er schnell in Kriegsgefangenschaft, aber es gelang ihm immer, seine wahre Identität zu verheimlichen und er konnte bald, mit Hilfe vieler Kontakte aus Nazi-Zeiten, aus der Kriegsgefangenschaft fliehen und untertauchen. Danach konnte er sich im Jahr 1950 nach Argentinien absetzen und nannte sich Ricardo Clement. Seine Familie ließ er schon bald nachkommen. 1960 wurde er in einer groß angelegten Geheimaktion von israelischen Geheimagenten aus Argentinien nach Israel entführt und dort wurde ihm der Prozess gemacht.
So sorgte er immerhin durch diesen Prozess dafür, dass sich viele Menschen erst wirklich der Verbrechen der Nationalsozialisten bewusst wurden. Er zeigte im ganzen Prozess keine Reue und plädierte auf nicht schuldig, da er nur Befehle ausgeführt hatte. Er wurde zum Tod durch Erhängen verurteilt und 1962 hingerichtet. Heinrich Himmler. Er hatte Befehlsgewalt über verschiedene Bereiche der Nationalsozialisten. Am wichtigsten davon ist sein Amt als Reichsführer SS, wodurch er millionenfachen Mord an Kriegsgefangenen, Juden, Roma, einfachen Zivilisten und vielen weiteren Menschen begehen konnte und seine Macht dabei vermutlich nur noch von der Hitlers überragt wurde. Sogar noch wenige Wochen vor der endgültigen Niederlage befahl Himmler am 14. April 1945, dass kein Insasse eines Konzentrationslagers am Leben gelassen werden sollte. Nur wenige Tage später bot Himmler in eigenmächtigen Verhandlungen mit den westlichen Alliierten eine Kapitulation der deutschen Truppen gegenüber ihnen an und agierte dabei so, als wäre er der alleinige Oberbefehlshaber und Hitler sei bereits tot oder läge im Sterben. Als die Alliierten damit an die Öffentlichkeit gingen, entließ Hitler Himmler aus allen Ämtern. Vermutlich war dies ein verzweifelter letzter Versuch Himmlers, seinen Hals aus der ihm sicheren Schlinge zu ziehen. Bei Kriegsende konnte er kurzfristig untertauchen und kam unter falschem Namen in Kriegsgefangenschaft. Aber da sein Gesicht wirklich jeder kannte, war er leicht zu identifizieren und musste jeden Tag mit seiner Enttarnung rechnen. Am 23. Mai bekannte er sich zu seiner wahren Identität und beging darauf mit Hilfe einer Zyankali-Kapsel Suizid. Ludolf von Alvensleben. Als SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei war er verantwortlich für ein Massaker an unschuldigen polnischen Zivilisten im Zweiten Weltkrieg. Bei dem Massaker von Piaschnica starben zwischen 10.000 und 13.000 Menschen. Und da es sich um eines der ersten Massaker des ganzen Krieges handelte, setzte er gewissermaßen in diesem Bereich neue Maßstäbe des Grauens. Später war er auf der besetzten Krim stationiert und ließ immer wieder seine Zwangsarbeiter nach getaner Arbeit erschießen. 1945 geriet er in britische Kriegsgefangenschaft, konnte aber fliehen und setzte sich über die Rattenlinien nach Argentinien ab. Er wurde zwar in Polen in Abwesenheit zum Tode verurteilt, es kam aber nie zu einer Auslieferung, weshalb er sicher in Argentinien leben konnte und dabei auch zum Beispiel Kontakt zu anderen Nazi-Kriegsverbrechern wie Adolf Eichmann hatte. Erich Priebke. Er arbeitete im Rang eines SS-Hauptsturmführers in Rom als Verbindungsmann zur italienischen Polizei. Als es 1944 zu einem Attentat des Widerstands auf deutsche Soldaten kam, wurden 33 deutsche Soldaten und zwei Passanten getötet. Die deutsche Armeeführung beschloss nun als Sühneaktion, für jeden getöteten deutschen Soldaten 10 Gefangene zu erschießen. So kam es zum Massaker in den Ardeatinischen Höhlen, bei dem 335 eigentlich Unbeteiligte erschossen wurden. Von Priebke ging zwar nicht der Befehl für das Massaker aus, aber er legte bei den ersten Erschießungen selbst Hand an und sorgte danach für einen reibungslosen Ablauf, indem er die Liste führte, wer noch zu töten war. Dabei unterlief den Mördern auch der Fehler, dass sie 5 Menschen zu viel erschossen, da sie eigentlich nur 330 töten wollten. Nach dem Krieg befand er sich knappe 1,5 Jahre in britischer Kriegsgefangenschaft in Italien, floh erfolgreich, er lebte kurzfristig in Deutschland und setzte sich dann nach Argentinien ab. Dort lebte er unbehelligt und bekam sogar nach einigen Jahren auch offiziell eine Kriegsrente, denn der deutsche Staat hatte überhaupt kein Interesse, die Täter aus dem Zweiten Weltkrieg zu verfolgen. Damit steht Priebke für die vielen Täter, die sozusagen nur kleine Fische waren, da sie ja nur wenige Menschen ermordet hatten und so unerkannt bleiben konnten. Erst fast 50 Jahre später gab es wirkliche Ermittlungen gegen ihn im deutschen Staat, weshalb er zumindest in Argentinien unter Hausarrest gestellt wurde.
1995 wurde Priebke dann nach Italien ausgeliefert, angeklagt und freigesprochen, was wiederum für weltweite Proteste sorgte. Deswegen wurde er erneut angeklagt, aber erst in einem dritten Prozess wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt, der wegen seines hohen Alters aber in Hausarrest umgewandelt wurde. Und er konnte sich in Begleitung auch immer wieder frei durch Rom bewegen. Er starb schließlich in Rom mit 100 Jahren als immer noch überzeugter Nationalsozialist. Wenn ihr das Video interessant fandet, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Und vielleicht interessiert euch ja jetzt dieses Video, in dem ich mich mit der Stadt Königsberg beschäftige, die heute Kaliningrad heißt und auch für die traurige Geschichte des Nationalsozialismus steht.